Heftiges Unglück in Rheinland-Pfalz. Im Moselort Kröf ist ein Hotel heute Nacht eingestürzt. Es gibt immer noch Verschüttete, es gibt bereits zwei Tote. Aber die gute Nachricht am frühen Morgen, ein zweijähriger Junge konnte einfach lebend geborgen werden heute Morgen. Wir befassen uns heute mit der Situation in Kröf. Was ist eigentlich passiert? Und welche Anzeichen gibt es dafür, was hier die Ursache sein könnte? Selbstverständlich muss man am Ende das Ermittlungsergebnis abwarten, aber ein einfacher Streifzug durch die Bildersuche im Internet über genau dieses Hotel und mit etwas Fachwissen über Fachwerkhäuser, da kann man schon anhand der Bilder hier einiges analysieren, was vermutlich am Ende zu dieser Tragödie geführt hat. Es sind immer wieder Fachwerkhäuser, die hier einstürzen, erst vor wenigen Wochen eines in Quakenbrück. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt leider zwei Tote aktuell zu beklagen, einen Mann und eine Frau. Es ist gestern Abend kurz vor 23 Uhr im Moselort Kröf ein Hotel, die sogenannte Reichsschenke im Ort, einfach zusammengestürzt. Es waren zum Zeitpunkt des Einsturzes 14 Personen im Gebäude. 5 Stück konnten sich teilweise selbst und vor allem sofort befreien. Das THW wurde aus dem ganzen Land Rheinland-Pfalz angefordert, mit den Ortungsgeräten, um hier nach Verschütteten zu suchen. Gott sei Dank konnte man die meisten allerdings über ihre Mobilfunkgeräte erreichen. So konnte man anhand von Handytelefonaten hier direkt zu 7 Personen von den 9, die man noch als vermisst im Gebäude vermutet hatte, Kontakt aufnehmen. Inzwischen sind davon 4 schon gerettet. Es gibt weiterhin 3 Personen, mit denen man Kontakt hat und die verschüttet sind, und 2 weitere Personen, zu denen hat man keinen Kontakt. Sie gelten weiterhin als verschüttet. Das ganze Gebäude ist also... Ich zeige euch einfach mal ein Foto, damit wir uns darüber hier etwas besser unterhalten können. Es ist das Zwischengeschoss eines ganzen Gebäudes eingestürzt, wie ihr hier sehen könnt. Also, Erdgeschoss, erstes Geschoss und Obergeschoss. Das Obergeschoss liegt jetzt quasi auf dem Erdgeschoss. Es gibt kein Zwischengeschoss mehr. Und anhand dieses Einsturzbildes kann man hier schon vermuten, was am Ende hier teilweise die Ursache gewesen sein muss. Es liegt hier quasi Geschossdecke auf Geschossdecke. Die Feuerwehr hat sich einen Zugang vom Obergeschoss verschafft, hat Kernbohrungen in die vorhandenen Fachwerkdecken vorgenommen und hat dann mit Richtmikrofonen Kontakt zu den restlichen Verschütteten aufgenommen. Die eine tote Frau ist bereits geborgen worden und einem Bestattungsunternehmen übergeben worden. Der Mann wird wohl erst lange nach Ende des Rettungseinsatzes geborgen werden können. Er liegt hier anscheinend an einer sehr schwierigen Stelle, schwer verschüttet. Beide Todesopfer sind wohl direkt in der Folge des Einsturzes verstorben und nicht erst aufgrund nicht erfolgter Rettung. Aktuell sind noch 150 Einsatzkräfte dort im Einsatz. Es waren in der Spitze heute Nacht 250. Das ganze Obergeschoss, was heruntergefallen ist, hat sich um 1 Meter verschoben. Es liegt also quasi nicht mehr Decke auf Decke, Wand auf Wand, sondern es hat sich auch noch verschoben. Jetzt gibt es hier immer wieder Einstürze von Fachwerkhäusern. Gehen wir nach Schöppenstedt, denn Einstürze von Fachwerkhäusern in diesem Land sind gang und gäbe. Es ist das Normalste auf dieser Welt. Leider wissen viele Besitzer von Fachwerkhäusern gar nicht um die Gefahr, in die sie sich teilweise begeben. In Schöppenstedt in der Kapellenstraße ist 2019 im Sommer einfach die Zwischendecke in einem Fachwerkhaus komplett zusammengebrochen. Gott sei Dank war das Fachwerkhaus damals unbewohnt. In Ehringen in der Oberstraße ist in der Nacht zum 17. Juni 2021 ein Fachwerkhaus auch teilweise eingestürzt. Und wie wir hier sehen, hier ist das Obergeschoss eingestürzt, so wie man das erwartet. Wenn etwas zusammenstürzt, dann stürzt es oben drüber normalerweise komplett zusammen. Jetzt gab es hier noch einen Fall, und zwar die Linde in Quakenbrück. Dort ist erst vor einer Woche am 29.07. das Dach eines Fachwerkhauses teilweise eingestürzt. Es wurde hier sogar eine Sanierung in naher Zukunft in Aussicht gestellt, denn ein Antrag wurde bei der Denkmalschutzbehörde bereits eingereicht. Und das Problem bei Fachwerkhäusern ist meistens unfachmännische Sanierung, die Reparatur von Schäden, das Nichtwissen über die Bauphysik und diese Bausubstanz dieser Häuser. Da werden tragende Elemente aus den Wänden rausgeschnitten oder unten die Schwellen, die essentiell sind für die Konstruktion, werden beschädigt. Es werden dann teilweise die Gefache, wenn man sie ersetzt, nicht mit den richtigen Materialien ersetzt, oder es werden einfach nachträglich immer mehr Anbauten und Umbauten in den Gebäuden durchgeführt.
Der größte Killer eines Fachwerkhauses ist eigentlich ein gastronomischer Betrieb da drin. Die vielen Menschen, die viele Luftfeuchtigkeit, die gibt dann am Ende dem Holz hier den Rest. Wir waren auf Google unterwegs für eine Bildersuche und hier habt ihr mal den Speiseraum dieses Gasthauses, ganz klassische Fachwerkdecke. Dieser Gebäudeteil jetzt hier ist nicht eingestürzt, den ich euch zeige, aber man sieht anhand der Decke dieser dünne Balken, der da schon ziemlich durchgebogen liegt, hängt dort vermutlich schon seit dem 16., 17. oder 18. Jahrhundert, je nach Baujahr. Und wir haben vor allem ein riesengroßes Problem mit der Statik dieser Fachwerkhäuser. Ja, die stehen schon seit Jahrhunderten teilweise, das ist richtig. Allerdings sind sie damals ohne diese statischen Kenntnisse gebaut worden, die wir heute haben. Daran scheitern auch viele, die ein Fachwerkhaus sanieren oder renovieren wollen. Wenn ein Statiker da war und gerechnet und geprüft hat, wie man das Ganze macht, dann sind solche freitragenden Konstruktionen entweder nur möglich mit einem doppelt so großen Holzbalken oder eben mit Stützpfosten zwischendrin. Und diese Probleme bei der Sanierung, die verursachen vor allem heftigste Kosten. Das erste, was mir jetzt hier aufgefallen ist, ihr kennt noch dieses Bild, wo man von der Seite sieht, wie das Obergeschoss auf dem Untergeschoss liegt. Und jetzt, wenn man da näher rangeht, dann sieht man hier Steine. Und das Ganze, es gibt verschiedene Füllungen dieser Gefache in Fachwerkhäusern. Es gibt auch eine Backsteinfüllung. Allerdings sehen zumindest auf diesem Foto diese Steine hier eher aus wie modernere Porotonsteine oder hohle Ziegelsteine. Damals hat man Vollziegel verwendet. Die Lochziegel gab es im 17., 18. Jahrhundert gar nicht. Es sieht hier aus, als wurde an diesem Haus mehrfach nachträglich umgebaut. Und genau da ist meistens das Problem. Wenn man ein Haus hat, was mehrere hundert Jahre alt ist und es existiert keine Statik, auf die man sich stützen kann, wie das Haus gebaut wurde, dann fängt man immer an, in Unwissenheit dazu zu bauen. Und in der gesamten Zeit gibt es Schädlingsbefall oder Feuchtigkeitsbefall oder Pilzbefall der tragenden Holzkonstruktion in diesem Fachwerkhaus. Denn es sind nicht die Füllungen der Gefache, die das Haus stabil machen, sondern es ist die Holzkonstruktion. Und wenn hier dann Schädlinge drin sind, dann kann man da Schäden haben, die am Ende zum Abriss des ganzen Hauses führen. Was aber noch viel auffälliger ist, ist, wenn wir uns dieses Foto anschauen, wir sehen oben zwei Belüftungsausgänge über das Dach. Das heißt, man hat in einem bestehenden Fachwerkgebäude, in einem alten Gebäude auf jeden Fall Lüftungsschächte eingebaut. Ob dort die Küche jetzt ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich bin nicht vor Ort gewesen in der Reichsschenke. Allerdings ist es hier, die Feuerwehr spricht von einem zweistöckigen Fachwerkhaus, definitiv der Fall, dass es Umbauten gegeben hat. Das Gebäude ist nicht mehr im Originalzustand. Und wenn wir weitergehen, wir sehen auch einen angebauten Balkon. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, dann sehen wir auf einmal ganz viele angebaute Balkone. Und die sind mit Sicherheit nicht ursprünglich so am Gebäude dran gewesen. Man sieht das teilweise an dem geschmiedeten Geländer. Man sieht das auch an der Betonauskragung aus diesem Gebäude hinaus. Und wenn man andere Bilder sich anschaut, sieht man von oben auch den Fliesenbelag. Der sieht aus wie 70er, 80er Jahre. Diese gelben Fliesen, die niemand mehr haben möchte. Und dann ist auch teilweise das ganze Obergeschoss in Schiefer verkleidet. Wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht früher komplett aus Fachwerk war, was nur mit Lehm verputzt war, dann wissen wir, dass da mehrere Tonnen, also Schieferschindeln mit als Gewicht auf das Gebäude aufgebracht wurden. Zusätzlich die angehängten Balkone, zusätzlich die eingebauten Lüftungsschächte, die auf jeden Fall, wenn man sie falsch einbaut, das ganze Gebäude sehr instabil machen können. Ich will hier niemandem eine Schuld unterstellen, auch nicht den Besitzern, vielleicht haben sie es ja schon so gekauft. Allerdings, das Ganze ist mehrfach umgebaut worden. Dort sind auch neue Fenster drin etc. Und da kann man so viele Fehler machen. Mich würde es am Ende jetzt nicht wundern, wenn das Ergebnis der Untersuchung ist, durch unfachmännischen Umbau oder durch Gewichtsüberlastung kam es hier zum Einsturz des Gebäudes. Denn was wir sehen definitiv ist, das mittlere Geschoss, es ist einfach nicht mehr vorhanden. Das deutet darauf hin, dass die Last, die von oben kam, einfach im wahrsten Sinne des Wortes erdrückend gewesen sein muss. Und wenn man sich das Gebäude hier anschaut, man sieht angehängte Balkone am Obergeschoss, man sieht dann teilweise Steine, die nicht aussehen wie klassische Steine für Fachwerk, Bauweise. Und da wird es jetzt interessant sein, wie viel nachträglich an diesem Gebäude umgebaut wurde, wie viel Gewicht aufgebracht wurde, auch ob im Innenraum tragende Teile eventuell verändert wurden.
Das Ganze, der ganze Dachstuhl ist fast intakt, nach unten gekracht, auch die Giebel sind intakt und es könnte sein, dass sie halt eben nachträglich nochmal gebaut wurden, erneuert wurden und deswegen inzwischen besser intakt sind als die Grundsubstanz unten. Es kann aber auch einfach ein Schädlingsbefall im Holz gewesen sein, doch bei den Fachwerkhäusern sieht man vieles. Außen ist es auf jeden Fall nicht mehr im Ursprungszustand gewesen und hier gibt es dann die meisten Einfallstore für Fehler, die passieren können. Tragisch, dass es jetzt diesmal Menschenleben gekostet hat, aber so schön Fachwerkhäuser in diesem Lande sind, wenn man baulich nicht sich mit Experten hier umgibt, kann man ganz schön schnell auf die Nase fallen. Ich liebe auch diese Art des Bauens, des Fachwerks, allerdings muss man sagen, es ist schwierig, das instand zu halten, schwierig, das zu renovieren, zu sanieren und sich an alle Vorgaben zu halten. Die Niederländer, wie ihr hinter mir seht, die haben in ihren Krachten viele Häuser, die im 17., 18. Jahrhundert gebaut wurden. Da ist mir bis jetzt noch keines bekannt, was zusammengestürzt ist und die stehen teilweise auf Eichenpfählen einfach nur im Wasser. Ich bin gespannt, was am Ende die Ursache war und ich hoffe, dass sie alle noch lebend aus dem Gebäude herausbringen können und dass es hier nur bei 2 Toten geblieben ist. Da wir aber eine Zunahme der Probleme bei Fachwerkhäusern sehen, wäre es mal an der Zeit, dass man gesetzgeberisch hier mal staatliche Nachweise erfordert, denn es kommen immer wieder Leute zu Schaden, die in solchen Gebäuden sich aufhalten oder Gebäude stürzen ein. Das muss nicht sein, wir sind eigentlich das Land der Dichter und Denker voller Ingenieure. Statiker können sowas relativ gut beurteilen, auch wie man solche Gebäude, die nicht mehr tragfähig sind, mit neuen Holzpfeilern unterstützt, dass sie noch weiter erhalten werden können. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Ganze hier? Warst sicherlich erschrocken von den Bildern, aber immerhin konnte der 2-jährige Junge heute Morgen relativ unverletzt geborgen werden. Er hat die Nacht über in den Trümmern einfach etwas geschlafen. Da können wir von den Kindern lernen. Manchmal ist es Zeit, einfach abzuschalten. Deswegen abonniere den Kanal und schalte erst danach ab. Heute kommen auf jeden Fall noch weitere Videos und damit ciao, bis bald.